Also, um es kurz zu machen, wir haben am Samstag den letzten Gig unserer Finnland-Tour gespielt und in dieser Nacht schon mal überhaupt nicht geschlafen, sondern wir sind nach Österreich gefahren, in einer Fernsehshow aufgetreten und hatten 3 Stunden Schlaf. Montagmorgen sind wir für Promotermin in die Schweiz gefahren und dann noch in derselben Nacht nach London, um uns wegen des neuen Videos mit dem Stylisten zu treffen. Den kompletten Dienstag haben wir unser neues Video gedreht und hier sind wir nun. Es war sehr stressig. Deshalb bat Ville Valo die Neuigkeitenredaktion, keine Aufnahmen vom Tourauftakt zu machen. Auch die Fans hatten Verständnis für die vielbeschäftigten Finnen. Ich trage deshalb so dick auf, weil unser Bassist mir während eines Gigs so dermaßen auf die Fresse gehauen hat, dass ich jede Nacht blaue Augen habe, also muss ich da was drüber klatschen. Sonst sehe ich wirklich aus wie die lebende Leiche aus dem Hammer-Horror aus den 60s. Wir sind überhaupt keine Gothic-Typen, aber es betont das Grün meiner Augen sehr schön. Um mit dem Tourstress besser fertig zu werden, achten die Finnen diesmal darauf, fit zu bleiben. So sah es bei Him nicht immer aus. Das ist eine komische Sache. Ich habe früher sehr viel Wein auf der Bühne getrunken, aber so ein Gesangslehrer hat mir gesagt, dass das die Stimme ziemlich lahmlegen kann. Dann habe ich es ohne Wein versucht und seitdem funktioniert es. Ich hatte schon einige Probleme, meine Stimme war manchmal ziemlich schlapp. Ich bin jetzt umgestiegen auf das alte Bandritual, ein paar Bier und einen Schuss Jägermeister vor der Show. Him sind noch bis Mitte April in Deutschland unterwegs, präsentiert von Viva 2. Oh no.